Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio. Ja, Factorio City Block. Ich mache hier mal gerade noch ein bisschen was weg. Wir wollen hier nämlich das Erzfeld jetzt erschließen. Damit wir nämlich ziemlich zügig, mehr Erz produzieren. Also, Erz produzieren. Ein paar Defizite in manchen Bereichen. Da ist halt Rohware der ausschlagbare. Also schlagbare Punkt, ne? Ja, das ist gerade unser Problem. Dann baue ich jetzt mal einen Blueprint. Eine wunderschöne prozentige Erzabbauanlage. So. Das weg. Das kann ich schön kopieren. Ich habe einfach zu wenig Platz in meinem Inventar. Mal, dass ich mich nicht verbaue. So, jetzt wird das einfach abgerissen, was überschüssig ist. Wird so viel Erz rausgeschossen kommen, ne? Das haben wir uns bei der ersten auch gedacht. Nö, ja, aber bei der, die ich jetzt baue, schon. Das wird schon der Fall sein. Ach, das finde ich gut. Immerhin das ganze Konstrukt, was ich hier baue. Einzige, was wo ich jetzt ein großes Defizit habe, ist mit Strommasten. Der geht mir genauso. Vor allen Dingen Martin wieder mit seiner ich zieh mal Strommasten-Taktik runter und zerstöre Blueprints. Oh, gute Taktik, ne? Ja. Ja, die provisorische Fabrik sollte das schaffen. Vor allen Dingen, wir bauen Strommasten alle noch selber und er verwendet die kleinen Strommasten über Landverbindungen. Reiß ich gerade alle ab, damit ich die einsacken kann für meine Fabrik.
Aber ist ja nicht schlimm, er hat ja seine eigene Bauweise. Oder er wusste es einfach nicht besser. Gehen wir mal von letzteren aus. Hat ja funktioniert. Der Vorteil ist, währenddessen ersetze ich auch die fehlenden Signale, ne? Okay, 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 okay. Das ist schaffbar, was ich hier vor. Oh, das war ein richtig kritischer Anschluss, den wir da hatten. Warum? Da war ein Strom, was der hätte den ganzen, sagen wir, den ganzen Süden lahmgelegt, wäre der weggegangen. Oh. Ist jetzt nicht mehr der Fall. Natürlich ist es jetzt nur ein Strom, weil nur eine Leitung nach unten führt, aber der Anschluss in der Base, weißt du? Mhm. Dafür habe ich jetzt noch 26 Strommasten wieder. Okay, das geht auf. Ich werde definitiv zu wenig. Kann ich wenigstens schon mal den Bahnhof setzen? Bestimmt. So. Ich baue hier jetzt keinen Mischer hin, also so ein geschaltetes Ding, oder habe ich genug Materialien dabei? Wenn ich alles dabei habe, baue ich geschaltet, sonst nicht. Nee, scheint nicht so auszusehen, als hätte ich. Ja, müsste ich jetzt craften, aber meine Crafting-Liste ist so ellenlang. Nicht funktionieren. Warum liegt das hier alles auf dem Boden? Warum liegt die Stroh? So ungefähr. Trägst du eine Maske? Warum trägst du eine Maske, wollte ich gerade fragen. Ja.
Letztens noch in irgendeinem Stream so Strom haben wir, fehlt Stroh haben wir, fehlt nur die Maske. Weg. Hier genug. Leckst mich am Arsch. Okay, das ist billiger. Was ist billiger? Schokolade. Ah, es ist genauso wie davon wirst du nicht satt und ich nicht sauber. Ja. Selbe Prinzip. Ob das ein gutes Prinzip ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber es ist dasselbe. Es ist gerade so aufgegangen. Ja? Ja? Gerade so. So, dann habe ich den Anschluss schon mal fertig. Jetzt tatsächlich nur noch Strom.
Vielleicht müsste ich einfach weiter damit vorfahren, vor die übrigen Strommasten, die hier stehen, einfach abzureißen. Durch Überlandleitung zu ersetzen. Also kommt man auch an Strom. So, ich bin jetzt gleich wenigstens schon mal mit den Provisoriumsarbeiten fertig. Doch gut. Ja, für eine Fabrik, damit ich überhaupt den Rohstoff habe, den ich brauche. Wow. Ist denn alles ein Netz, was du brauchst? Bis auf Beton, ja. Klingt doch schon mal sehr gut. Beton wäre so eine Grundvoraussetzung. Ja, endlich fange ich jetzt an, mit Strommasten zu craften. Dann kann das hier gleich gut vorangehen. Mal glatt behaupten. Mir schwärmen die Drohnen aus. Ja, dann macht mal hier eben fertig, dann habt ihr auch euren Willen, ihr lieben Drohnen. Also um die Züge loszuschicken, habe ich keine Probleme mit, also... Ich würde sagen, perfekt. Kann losgehen. Ich brauche nur noch Züge und dann geht's ab. Züge kann ich schon fast alle hier positionieren und dann starten hier aus. Kommen nochmal 3 Züge in die Stahlschmelze rein, die da Eisenerz hinbringen. Müsste ja von Druck her eigentlich passen. Und wie es bei der Eisenschmelze aussieht, da wartet auch ein Zug, also da kann auch mal einer hin. Das sind insgesamt 4 Züge, das ist okay.
Voll der voll schon mal gesagt, dass ich eine Vollwurst bin. Vollwurst. Ich habe eine Fabrik gebaut. Ja. Die war als provisorische Fabrik gedacht. Alles gut. Ja. Ist auch in Ordnung. Und jetzt ist mir eine Sache eingefallen. Denn? Können lange, also rote Greifarme über Rohre greifen? Ja. Oh Gott, dann bin ich gerettet. Kannst ja mal zu mir gucken auf der Map. Also kannst du mal die Map mal reinzoomen. Devitis. Ja, das müsste klappen, ja. Ja, jetzt finde ich den Fehler. Wo lädst du es hin, ne? Exakt. Darum lasse ich das jetzt von der hintersten Fabrik zur vordersten mit roten Greifarm geben und dann in eine Kiste. Meine Fresse, jetzt bin ich dämlich, ey. Wenn das funktioniert? Hoffe ich. Dann sehen wir dann. Ich hoffe es. Meine Fresse, bin ich dämlich. Alter Schwede. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ob wie es kommen soll, ne? Ich habe heute irgendwie mit den Abständen ein Problem. Ich hatte die Fabriken vorhin auch alle einzeln nah aneinander gebaut. Kommt alles nur davon, dass ich eine Woche kein Factorio gespielt habe. Was willst du mir damit sagen? Gar nichts. Dass du öfters Factorio zocken musst. Ich wollte dir damit gar nichts sagen. Ich wollte mir damit sagen, dass ich besser aufpassen muss. Das sowieso. So ganz gechillt aus dem Handgelenk gebaut und dann festgestellt, ach Kacke. So, die Züge sind unterwegs, ne? Also müsste gleich besser werden, Stahl. Druck in der Stahlschmelze wird jetzt erhöht. Mal an, wie das hier bei der Eisenmine abgeht, die ich neu gebaut habe. Ich ziehe eben meine Strommasten, dann gucke ich. Weil dann läuft diese Fabrik wenigstens schon mal. Die würde sogar mit blauen Fließbändern zu 100% durchlaufen. Time für Forschung. Ja. Jo, es sind auch jetzt 3 Züge an Abladen bei der Stahlschmelze. Also da ist der volle Druck auch jetzt gegeben. Nice. Zumindest ist das ja ein Bahnhof, den Martin gebaut hat, also. Es geht besser, sagen wir es mal so. Aber es funktioniert. Ich will ja nichts sagen, ne? Ja. Aber meine Fabrik funktioniert nicht. Nicht? Schade. Zum Beispiel bei Martin an seinem Bahnhof, da fehlen tatsächlich die Kisten, damit dauerhaft gegebener Druck herrscht. Das müsste man nur umbauen. Aber das wäre ja das kleinste Thema. Daneben Kisten dran setzen.
Vielleicht mache ich das auch mal eben. Und Greifarme ändern. Die roten Greifer können nicht über die Rohre greifen. Ich? Schade. Optimieren wir mal ein bisschen noch mehr die Stahlabnahme. Oh! Aber oh! Ja, okay, ich produziere mehr Beton, als wir brauchen werden. Ist ja nicht schlimm, Beton braucht man immer. Ja, provisorisch Fabrik, musst du mit der Hand leer machen. Achso. Dafür hast du mit einmal Leermachen auch knapp 1200 Beton. Obwohl, ich könnte es wahrscheinlich hinkriegen, dass sie funktioniert. Weißt du was, dauert zu lange bei Martins Bahnhof Variante, dass der Zug entladen wird. Okay. Guck dir das mal an, da wo ich jetzt stehe, da ist jetzt der hintere Waggon ist schon leer, während der vorderen beiden noch von Martins Variante noch entleert werden. Uncool. Ja, aber immerhin, Factorio ist ein Prozess, ne? Ja, man lernt. Jetzt muss ich jeden einzelnen Bahnhof mal ein bisschen umbauen, das ist ja auch nicht so jetzt dramatisch. Das? Okay, da wird aber repariert. Das mir folgst du? Ja, es sind nur ein paar Mauern angeknabbert gewesen. Danke für dein Follow, Lollaskater 999. Danke. Willkommen. Könnt ihr mir als Mod den Stream hier auch mal ganz kurz auf dem linken Bildschirm legen, ne? Ja, so. Ist nicht die Grundvoraussetzung, also. So, ich bin mal wieder rappelvoll. Hauptsache, der Bahnhof, den ich jetzt neu gebaut habe, der wird jetzt perfekt entladen immer. Da fahren jetzt ein Zug nacheinander rein. Mir folgst du? Oh. Wie heißt du? Mazel Raniki? Danke für den Follow. Und willkommen. Ich muss mal kurz in deinem Chat was reinschreiben. Der Bahnhof ist gerade perfekt frei, den kann ich so umbauen.
gewisse Grundfreundlichkeit sollte doch bitte gegeben sein. Ja, das stimmt. Solche Kommentare achte ich schon. Trotzdem. Musst du ja auch nicht, dafür gibt es Mods. Ja. Ich hatte gerade eine Idee, wie ich den ganzen Kladderadatsch hier umbauen will. Fehlen mir höchstwahrscheinlich die Rohre, aber... geht auch nicht auf. Ich bin gleich wieder da. Ja, bis gleich. Jetzt hat Martin den Bahnhof weit genug ergänzen kann. Okay, 4,6k Beton hat die Fabrik schon mal ausgeworfen. Geht doch, der Bahnhof ist umgebaut. Martin. Also Martin, sein Bahnhof ist umgebaut. Ja, Marcel, Raniki, das Zugsystem ist eine Sache, da muss man sich reinfuchsen. Ja. Also Zugsystem, das ist schon interessant. Da bin ich tatsächlich von uns dreien, die hier drauf spielen, tatsächlich der Erfahrenste. Ich muss jetzt sagen, nach einer kompletten Staffelfaktorie und dem hier habe ich gefühlt das Zugsystem gerafft. Nee, alles okay, wirklich. Nach der Zeit habe ich es gefühlt gerafft. Ja, ist doch gut. Hat ja auch nur was? 120 Folgen gedauert? Okay, jetzt fehlen nur noch die blauen Fließbänder an der Stahlproduktion, dann ist der volle Druck gegeben. Deswegen aktuell geht es fast nicht schneller. Mit aktuell ein Fließband, was nicht läuft. Und jetzt läuft es. Da war ein kleiner Fehler drin. Sonst ist der Bahnhof, den Martin hier aufgebaut hat, eigentlich super gewesen. Nur hätte er da ein Kistenpuffersystem noch dran gebaut, dann wäre es noch besser gewesen. Sonst war der nicht schlecht. Okay, jetzt geht auch einiges an Stahl in Munition rein. Jetzt kommt auch Munition ein bisschen mehr. Ah ja, die Bahn hat noch viel Luft nach oben. Ja klar, viel Luft nach oben da. Factorio ist immer Luft nach oben da. Egal, was man macht.
Und das ist bisher unser Gebiet, was da auch einige, was wir heute auch eingezäunt haben. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt erstmal. Ja, klar. Bahnhöfe. In dem Bahnhof tatsächlich habe ich ja nicht. Das ist ja noch Platz nach oben wegen Druck. Ja. Extra so einen Block dafür gedacht. Wenn die Schmelze mal irgendwann schneller sein sollte oder umgebaut wird oder daneben einen entsteht, ging das ja auch noch einen Block frei. Kann man ja auch noch viel machen. Aber nichtsdestotrotz ist dann diese Folge auch erstmal zu Ende. Ja. Ich meine, lasst doch ein Like und ein Abo da. Bis dann. Ciao, euer Schrank.